Guten Morgen! Heute ist Tag 20 und wir haben wieder Sonnenschein und blauen Himmel. Wir sind heute auch relativ früh dran, haben schon alles zusammengepackt und dann geht's gleich los. Haben wir noch einen schönen Ausblick, auch wenn da drüben die Straße schon beginnt. Ja, wir sind von dem harteigen Gletscherfluss gestartet und folgen seitdem nach und nach immer weiter dem Fluss und sehen, wie er größer wird. Und am Ende werden wir sehen, wie er in den Fjord reinläuft. Und dort wird unsere Reise enden. Nach 3 Wochen unserer Tour haben wir jetzt endlich mal einen Mülleimer erreicht. Beziehungsweise sind sogar gleich 3 Stück. Links sind auch noch welche. Und ganz nach unserem Motto, keinen Müll zu hinterlassen, haben wir die ganzen 3 Wochen alles mitgeschleppt. Unseren ganzen Müll haben wir jetzt mit. Und den können wir jetzt endlich entsorgen und somit wieder wahrscheinlich 1 Kilo pro Rucksack sparen. Sogar mein Rucksack ist jetzt kleiner geworden. Man kann sogar sehen, dass hier Deutsche waren. Corny, nussvoll. Ah, die hast du mir auch mal gekauft, ne? Wir tun jetzt auch unseren Beitrag dazu. Also alles weg damit! Wir haben jetzt schon die Hälfte unserer Serpentinen hinter uns. Wir haben richtig schöne Aussicht dabei. Also wir sehen noch richtig tolle Wasserfälle und die gigantischen Berge. Es ist sehr beeindruckend, vor allem wenn man überlegt, dass wir vor ein paar Tagen noch so mindestens auf der Höhe waren, wenn nicht sogar noch höher. Also wir waren noch höher. Na dann. Läuft es? Willst du? Ja. Wahnsinn! Also so nette Menschen, die man hier trifft. Wir hätten eigentlich erst am Montagmorgen hier stehen sollen. Es ist Sonntag, 12 Uhr und wir wurden von so einem total netten Norweger-Pärchen mitgenommen, die auf der ganzen Route, die hätte noch ganz viele Serpentinen, da wären noch ganz viele Serpentinen gekommen und die haben angehalten und gefragt, ob sie uns mitnehmen dürfen, weil sie die Route kennen und sie ist langweilig. Total nett und jetzt sind wir in Altfürth angekommen, werden uns erstmal neu sortieren und... Wir mussten nichts bezahlen, um hierher zu kommen. Was ein Geschenk, also es ist Wahnsinn. Total der Segen. Vor ein paar Minuten waren wir noch auf diesem Schotterweg unterwegs. Jetzt sind wir in einer Gegend, da kommen wir gerade gar nicht so klar. Es sind so viele Menschen hier. Wir kommen uns ein bisschen fehl am Platz vor. So viele Touris. So viele Touris. Und hier ist sogar ein riesiges Kreuzfahrtschiff, was hier eingelaufen ist. Sowas sind wir gar nicht gewöhnt zu sehen.
und überall Menschen, Asiaten ganz viele. Es ist total ungewohnt, plötzlich so viele Menschen zu sehen und vor allem so unerwartet. Eigentlich würden wir ja erst morgen früh hier sein. Jetzt haben wir wirklich geschenkte Zeit bekommen. Das ist echt der Wahnsinn. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir heute machen hier. Also wahrscheinlich müssen wir irgendwie raus, weil zelten kann man hier nicht so einfach. Sobald man aus der Zivilisation raus ist, wo jedes Fleckchen zu Geld gemacht wird, findet man auch wieder ruhigere Orte, an denen wir gerade pausieren. Sogar mal eine Toilette. Aber wir sind hier an einer Joggerstrecke und wir wissen nicht genau, ob Camping erlaubt ist oder nicht. Jedenfalls stand ein großes Schild: Camping verboten. Aber wahrscheinlich bedeutet das auch, dass das für die Camper ist, also sprich für Campingwagen. Ja, aber auf jeden Fall schauen wir uns noch die Gegend an und schauen nach einem anderen Lagerplatz. Kann aber sein, dass wir heute Nacht auf das Zelt verzichten müssen. Schönes Fleckchen. Vielleicht campen wir hier ja doch. Mal gucken, was da steht. Es ist nun sehr spät und wir haben einen Platz gefunden, wo wir schlafen können. Das erste Mal unter freiem Himmel. Juhu! Und haben noch ein deutsches Pärchen getroffen, die hier mit dem Auto halb im Wald stehen und die campen gerade unten an dem Wasser. Boah, schlafen auch unter freiem Himmel, soll warm bleiben die Nacht. Wir haben uns trotzdem mal warm eingepackt und probieren das jetzt auch aus. Auf jeden Fall haben wir morgen bestimmt alles schneller zusammengepackt, das ist gut. Ja, das stimmt.